Ich bin die Letzte, bevor es losgeht. Stellen Sie sich Folgendes vor. Sie alle sind Frauen und haben den ganzen Tag, ohne zu klagen, eine viel zu enge Hose getragen. Zu Hause dann Jogginghose, dicke Socken, wilde Locken. Oh, süße Freiheit für den gequälten Körper. Auf einmal wird Ihnen etwas klar. Sie sind gar kein Mensch. Sie sind auch keine Frau. Sie sind eine Katze. Und weil Sie sich in diesem Gedankenspiel leisten können, nie mehr zu arbeiten, lassen Sie sich ein Katzenfell nähen und entfliehen damit der Welt. Selbst die demente Mutter im Heim überlassen Sie sich selbst. Sie sind frei. Die Dramatikerin Karen Jess hat die Katze Eleonore erfunden. Auf dem Cover der kommenden Fischer-Anthologie mit 30 ungehaltenen Reden aus diesem Jahr ist eine Zeichnung von der Katzenfrau zu sehen. Sie hat gerade eine Taube gerissen und schaut herausfordernd. Aber jetzt ist Schluss, heißt das Buch. Vielleicht erinnern Sie sich. Es ist ein Zitat unserer letztjährigen Rednerin Eva Schulz-Jander. Ganz offensichtlich sucht die Katze keine Kompromisse mehr. Sie ist einfach. Alles andere ist ihr egal. Das ist beeindruckend, gleichzeitig natürlich fatal. Sie zieht sich radikal zurück. Zum Glück haben 138 Frauen in diesem Jahr genau das Gegenteil getan. Sie sind radikal aufgebrochen und trauen sich auch über Dinge zu sprechen, die so schmerzhaft sind, dass es verlockend wäre, sich in einem großen Katzenfell zu verkriechen. Ich stehe heute hier in verwirrend vielen Funktionen, Stiftungsratsvorsitzende Brückner Kühner, Verlegerin S. Fischer Theater und Frau, die ganz genau auch sehr ungehalten ist. Deshalb begrüße ich erst einmal von Frau zu Frau alle Frauen hier und im Stream sehr herzlich. Und mit Frau meine ich wirklich alle, die sich als solche verstehen. Und natürlich begrüße ich alle anderen auch. Wie schön, dass Sie da sind, wie schön, dass Sie zuhören. Seit 2021 haben die Stiftung Brückner Kühner und der S. Fischer Theater Verlag in Kooperation mit dem HR, dem Archiv der Deutschen Frauenbewegung und der Stadt Kassel, laden dazu ein, Frauen, dass Frauen reden. Zuerst war es als Geschenk zum 100. Geburtstag von Christine Brückner gedacht. Ungehaltene Reden sollten von Frauen selbst gehalten werden können und hören seitdem gar nicht mehr auf, gehalten werden zu wollen. Über 300 Reden sind in den letzten Jahren eingereicht worden. Das ist überraschend, ermutigend, berauschend, weil die Frauen sich durch ihre Offenheit ja auch sehr verletzlich machen und gleichzeitig durch ihre Ehrlichkeit entwaffnen. Es fiel der Jury sehr schwer, 6 Reden auszuwählen, und ich möchte allen, die nicht ausgewählt wurden, voller Inbrunst sagen: Ein Querschnitt ist es, ein Querschnitt durch Alter, Herkunft, Themen, Formen, ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil 6 Reden nicht abbilden können, was ihr alle, und ich hoffe, dass viele Rednerinnen heute Abend auch zuschauen, was ihr alle hier gemeinsam geschaffen habt. Die ungehaltenen Reden sind ein Low-Budget-Projekt und lebt von vielen, die sich engagieren. Ohne den großen Einsatz von Friedrich Block und Julia Hagen wäre es gar nicht denkbar. Vielen Dank für euer großes Feuer der Leidenschaft. Und vielen Dank auch an die diskussionsfreudigen Jurymitglieder Caroline Sinur von HR2 Kultur, Gela Dölle vom Archiv der Deutschen Frauenbewegung und Sandra Kossendey, die im letzten Jahr hier als Rednerin begeisterte. Vielen Dank an Johanna Schwung und Judith Heinz vom Fischer Verlag, die sich mit so viel Werf für dieses Buch einsetzen. Vielen Dank an die Stadt Kassel, die so wunderbar von Helga Weber die Eröffnung gehalten hat und von der wir so unterstützt werden. Vielen Dank an das Hessische Ministerium für Soziales und Integration und an Frau Staatssekretärin Anne Janz, die diesen Abend so wundervoll auch mit einer Rede eröffnet hat. Vielen Dank an den Freundeskreis und ganz besonders an Elke Böker, die ihren 70. Geburtstag zu einer Benefizveranstaltung machte und dabei Spenden für unser Projekt gesammelt hat. Was für eine großartige Idee!
Und außerdem sind wir dankbar für die musikalische Begleitung durch das Trio Grandezza mit Anna Ringborg am Fagott, Konstanze Brezel an der Flöte und Christine Weghoff am Akkordeon. Und Julia Hagen wird nachher noch moderieren. Die Entscheidung der Jury fiel Anfang Oktober. Danach überschlugen sich die traurigen Ereignisse im Nahen Osten und es schien, als ob die Welt sich immer schneller drehte. Das macht so hilflos. Aber wenn alle Menschen versuchen würden zu verstehen, was andere ungehalten macht, und wenn alle Menschen versuchen würden zu erklären, warum sie ungehalten sind, dann könnte das doch vielleicht ein Anfang sein. Die Philosophin und Journalistin Caroline Ehmke beschreibt es in ihrem Buch Gegen den Hass so treffend. Präzise lässt sich nicht gut hassen. Mit der Präzision käme die Zartheit, das genaue Hinsehen oder Hinhören. Mit der Präzision käme jede Differenzierung, die die einzelne Person mit all ihren vielfältigen, widersprüchlichen Eigenschaften und Neigungen als menschliches Wesen erkennt. Je länger das Ungehalten-Projekt dauert, desto spürbarer wird, dass es nicht allein ums Reden, sondern dass es genau so ums Zuhören geht. Das klingt leicht, ist es aber nicht, weil Zuhören Großzügigkeit erfordert. Großzügigkeit im Aushalten anderer Meinungen, im Ausreden lassen, im gegenseitigen Respekt. Danke, dass Sie alle heute Abend so großzügig da sind. Und weil wir nicht machtlos sind, weil wir reden können und zuhören, darf ich jetzt, wie jedes Jahr, das Allerschönste sagen. Liebe ungehaltene Frauen, Michelle Metai, Ramesa Monier, Anne Sicking, Sandra Meyer, Christina Adomako und Cara Plate, ergreift das Wort.